Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute mal wieder rein in eine neue Karriere und zwar in eine Sprint-to-Glory-Karriere. Nach langer Zeit mal wieder eine richtige Sprint-to-Glory mit einem Verein, der ein wenig weiter unten aktuell angesiedelt ist und zwar mit dem Aufsteiger in die erste Fußball-Bundesliga. Wir starten rein in eine Sprint-to-Glory mit dem VfL Bochum. Ich habe jetzt die Aufsteiger in die Bundesliga, Absteiger in die zweite Liga und das gleiche natürlich für zweite und dritte Liga bereits durchgeführt. Zudem die Transfers vom VfL Bochum, sofern das in FIFA möglich war. Ich habe das Beste gegeben, dass wir wirklich so viel Transfers wie möglich hier durchbekommen haben. Sollte jetzt an den letzten Tagen der Transferphase noch was passieren, kann ich darauf leider nicht mehr eingehen. Ich weiß, das Video wird nach der Transferphase online gehen. Allerdings bin ich jetzt beim aktuellen Stand und alle Transfers habe ich durchgeführt. Es könnte aber sein, dass der VfL Bochum noch an den letzten Tagen aktiv wird. Und dann sind diese Transfers dieser Episode hier nicht berücksichtigt. So, damit würde ich sagen, können wir reinstarten in eine Sprint to Glory. Eine Kleinigkeit werde ich gleich noch ansprechen. Und wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Damit würdest du mich mega supporten. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, darfst du natürlich auch liebend gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt noch zu dem kleinen weiteren Punkt. Und zwar habe ich mir überlegt, da ich das Ganze bisher erst ein einziges Mal zu Beginn von FIFA 20 durchgeführt habe, starten wir rein, hier allerdings mit einer Finanzspritze. Das Ganze natürlich nicht hier in dem ganz hohen Bereich, sondern ich finde einfach mal ganz interessant, 50 Millionen Finanzspritze und dann werden wir mal sehen, ob wir es vielleicht schaffen, im allerersten Jahr international dabei zu sein. Das ist mein Ziel. Mal sehen, wo wir am Ende der Saison tatsächlich landen werden. Wir starten rein in eine neue Sprint to Glory. Zuallererst dann jetzt in der Karriere der Blick in unsere Jugendmannschaft. Also man muss schon mal sagen, wir haben eigentlich eine recht breite Jugendakademie. Wir haben hier viele Spieler mit gutem Potenzial. Die Spieler mit schlechtem Potenzial werde ich erstmal gnadenlos hier aussortieren, denn Spieler unter einem 90er Potenzial brauchen wir auch beim VfL Bochum nicht. Das sind jetzt die drei Talente, die es vielleicht langfristig schaffen könnten, in der ersten Mannschaft am Start zu sein. Bei einem weiß ich das schon hundertprozentig. Der könnte jetzt eigentlich demnächst schon hochgezogen werden. Ich werde jetzt trotzdem noch mal ein bisschen warten. 5 Sterne Spezialbewegung, 5 Sterne Weakfoot. Richtig starkes Talent für die Flügelbahn. Des Weiteren haben wir noch einen interessantes Torwarttalent und dazu noch einen rechten Flügel aus Russland. Russland, da haben wir übrigens gerade einen Spieler für unseren Verein gewinnen können. Den zeige ich euch gleich. Kannte ich davor noch nicht. Also ich kannte ihn im Real Life. Allerdings wusste ich nicht, dass das in FIFA existiert aktuell. Und aus dem Grund werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich werde jetzt mich erstmal um den Entwicklungsplan kümmern und dann mal schauen, ob hier vielleicht Hoffmann eventuell schon in den nächsten Wochen in die erste Mannschaft stoßen darf. Jetzt kommen wir dann zu unserem allerersten Neuzugang und zwar auf der Torwartposition holen wir uns einen EM-Teilnehmer aus Russland und zwar Safonov. Ich glaube, den gibt es noch nicht so lange im Karrieremodus, denn ansonsten hätte ich den wahrscheinlich, wäre er mir wahrscheinlich schon mal über den Weg gelaufen, beziehungsweise hätte ich ihn zumindest schon mal wahrgenommen. Ich habe jetzt gerade direkt mal nachgeschaut. Seit dem Update vom 9. Juli gibt es ihn. Er hat ein phänomenales Potenzial. Da wir hier mit Bochum ja aktuell auf einen Investor angewiesen sind mit den 50 Millionen, habe ich gedacht, passt in diese Karriere eigentlich auch ganz gut. So ein komplett ablösefreier Transfer als freier Spieler. Ist jetzt Torwart mit einem 72er Rating. Ich denke mal, er wird jetzt nicht direkt Stamm sein, sondern ich werde erstmal auf Esser und Riemann setzen und ihn jetzt einfach mal direkt auf die Leihliste setzen, in der Hoffnung, dass vielleicht ein Zweitligist interessiert ist, er da Stammspieler ist und er dann natürlich mit einer 75 oder 76 für die nächste Saison zurückkommt. Das wäre ideal. Dazu haben wir dann noch Riemann eine Saison weiter am Tor, der ja auch schon mit 6 Jahren ein wenig länger beim VfL Bochum ist. Aus dem Grund möchte ich ihm auf jeden Fall die allererste Saison noch geben. Wir haben direkt zwei Angebote für unsere jungen Keeper. Einmal aus Besiktas. Das werden wir aber hier auf jeden Fall ablehnen, denn das ist eine Laie zum Kauf. Da bin ich nicht dran interessiert und Genk ist jetzt auch noch nicht so das hundertprozentige, was ich mir wünsche. Ich lasse das erstmal offen, aber am liebsten würde ich ihn innerhalb von Deutschland verleihen. Dann schauen wir uns mal die Spieler an, die mich erstmal relativ interessieren. Sind manche Spieler dabei, die tatsächlich auch in echt gewechselt sind oder zu denen es zumindest Gerüchte gibt, die ich jetzt hier ganz interessant fand. Zum Beispiel Ihatan, dann haben wir Eduard, Adli, Madueke oder wir haben auch einen Diego Ross.
Rossi, den ich interessant finde. Das ist wahrscheinlich auch der erste Spieler, um den ich mich versuche zu kümmern, denn sein Vertrag läuft meiner Meinung nach in einem Monat aus und in einem Jahr meine ich natürlich, und aus dem Grund könnte man ihn vielleicht unter Marktwert bekommen. Und tatsächlich haben wir den ersten Schlüsselspieler hier direkt am Start. Diego Rossi wechselt für gerade mal 13 Millionen zu uns. Ihr habt es gesehen, sein Marktwert lag vorhin noch bei 17 Millionen, ist leider um 2 Millionen nach unten gefallen, aber sehr interessant für unsere Offensive, polyvalent einsetzbar auf beiden Flügeln sowie in der Sturmmitte, und aus dem Grund wird er jetzt erstmal hier auf der linken Seite starten als Flügel und ist dann sogar schon unser bester Spieler aktuell im Kader. Der nächste neue Mann ist dann ein neuer Zehner. Auf der Position hatten wir nicht so hundertprozentig die Personalie, die diese Position ausfüllen konnte. Aus dem Grund wollte ich dort auf jeden Fall aktiv werden, und wir haben so ein bisschen mit Ansatz gescheitertes Talent, der in den letzten Jahren zumindest nicht mehr oder in dem letzten Jahr nicht mehr ganz so zum Zug gekommen ist bei PSV Eindhoven, und aus dem Grund braucht er jetzt hier eine neue Station, eventuell wechselt zum VfL Bochum in die Bundesliga, das Ganze für 11,5 Millionen. Unser Marktwert geht einfach mal um solide 3,5 Millionen nach unten. Davor war er noch 12 Millionen, jetzt nur noch 8,5 Millionen. Trotzdem ein Deal für die Zukunft, und damit haben wir jetzt hier wenigstens einen richtigen Zehner-Spieler und den nächsten starken Spieler im Kader, nachdem Rossi der stärkste war, Ihatan jetzt mit Danilo zusammen der zweitstärkste Spieler im Kader. Das nächste Angebot für unseren Jugendkeeper, das kommt aus Leipzig, aber ich habe schon gesagt bei Besiktas, dass Istanbul, dass die Kaufoption nicht unbedingt das ist, was ich mir wünsche. Zudem glaube ich nicht, dass er hier Spielzeit bekommt, aus dem Grund wird das hier auf jeden Fall abgelehnt. Weiterhin in Verhandlungen sind wir mit Danny Blum und Hertha BSC. Das könnte vielleicht was werden. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Zudem, unsere Jugendspieler haben ihre neue Position gelernt. Wir haben hier eine 69, jetzt eine 70 auf der 10er-Position, und der rechte Flügel wird zu einem Stürmer und hat eine 45, also beide leider nur um einen Gesamtratingpunkt nach oben. Trotzdem werde ich hier Hoffmann auf jeden Fall mal zu den Profis befördern und ihn ebenso wie unseren Keeper direkt auf die Leihliste packen, in der Hoffnung, dass er vielleicht direkt bei einem Zweitligisten Stammspieler ist. Auf der 10er-Position haben wir einen unserer stärksten Spieler, hat langfristig das Potenzial, etwas Besonderes zu werden, also könnte sich dort definitiv auf die 10er-Position bei uns festspielen. Ich setze ihn jetzt erstmal, wie gesagt, auf die Leihliste und hoffe, dass er in der nächsten oder in der aktuellen Saison ordentlich Spielzeit bekommt. Der nächste Deal, der einfach absolut unlogisch und schlecht von uns wäre, AC Mailand, werden wir ebenfalls ablehnen. Wie gesagt, die Deals muss ich euch jetzt nicht mehr alle zeigen. Ich denke, wenn da so hochkarätige Vereine reinkommen, dann werden wir das Ganze ablehnen, ohne dass ich euch das zeigen muss. Aber Danny Blum könnte jetzt bereits in den nächsten Tagen bei Hertha BSC unterschreiben. Wir haben uns auf eine Ablöse geeinigt von 2,85 Millionen. Nachdem uns Blum verlassen hat, brauchen wir jetzt natürlich eine neue Alternative für die rechte Seite. Und hier sind wir auch recht schnell fündig geworden. Unser Favorit für die rechte Mittelfeldposition, der wollte leider nicht zu uns wechseln, beziehungsweise er wäre zu teuer gewesen vom Verein aus. Ich zeige ihn euch gleich. Aber Daniel James von Manchester United wechselt zu uns. Das Ganze für 12 Millionen, knapp über Marktwert, ist wieder ein polyvalent einsetzbarer Spieler in der Offensive. Eigentlich war meine Wunschlösung Madueke, ebenfalls von PSV Eindhoven, allerdings sind mir dann die 20 Millionen doch ein bisschen zu teuer gewesen, deswegen haben wir uns da jetzt auf einen anderen Spieler letztendlich geeinigt. Er kommt natürlich direkt auf die rechte Mittelfeldposition und somit sieht unser Kader jetzt nochmal ein wenig stärker aus. Und jetzt muss ich hier kurz einmal die Verhandlung unterbrechen, denn wir haben tatsächlich mal ein richtig interessantes Angebot, und zwar kriegen wir Yusuf Demir plus 500.000, wenn wir Leitsch abgeben. Das wäre der nächste interessante Zehner im Kader, der dritte dann mittlerweile schon, aber Demir ist einfach ein Top-Talent, den könnten wir allein in einem Jahr zu ordentlich Geld machen, sage ich mal, und aus dem Grund ist das eigentlich ein Deal, den wir unmöglich ablehnen können, auch wenn Leitsch erst 22 ist, eine 71 hat. Bin sowieso auf der Suche, ich hatte eigentlich Bella Kotschap auf der Leihliste, dass wir nochmal einen neuen Innenverteidiger holen können. So werde ich jetzt allerdings Leitsch abgeben, einen neuen Innenverteidiger holen, und dann darf Bella Kotschap von Anfang an bei uns Stamm spielen. Ich denke, das geht dann auch in Ordnung, und damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Verhandlungen mit Yusuf Demir rein. Auf jeden Fall ein Megatalent aus Österreich, was wir hier dann bekommen würden. Den Ersatz für den jetzt bald abwandernden Leitsch haben wir bereits gefunden, und zwar wechselt Tommy Yasu zu uns, kann Innenverteidiger sowie Rechtsverteidiger spielen, er hat ein 75er Gesamtrating, wir bezahlen 14,5 Millionen, geht denke ich mal in Ordnung, kommt jetzt direkt in die erste Elf
für Leitschreien. Bella Kotschap bleibt daneben, kann dann vielleicht ein bisschen dran lernen. Der schon wenigstens ein bisschen ältere Tomiyasu hat bereits eine 75, ist allerdings auch erst 2 Jahre älter, aber wir haben hier jetzt auf jeden Fall 2 Innenverteidiger mit einem richtig guten Potenzial. Der nächste Abgang, der dann jetzt fix ist, ist Jean Vullard. Er wechselt für 2,25 Millionen. Dafür kriegen wir 1,7 Millionen an neuem Transferbudget. Und Safonov wird jetzt wahrscheinlich nach Österreich wechseln, denn wir haben weiterhin leider keine Angebote von einem Bundesligisten oder Zweitligisten erhalten. Dann holen wir uns jetzt noch von den letzten Einnahmen, die wir nach dem letzten Abgang bekommen haben, noch ein Talent fürs Mittelfeld. Und zwar Adli wechselt zu uns. Das Ganze für eine Ablösesumme von 6,4 Millionen. Ist natürlich wieder ein junges Talent, was allerdings direkt in die Startelf reinrutscht. Entweder Respicai oder Löwen werde ich rausziehen. Die sind hier übrigens beide fest verpflichtet. Ich werde Löwen erstmal damit auf die Bank setzen. Und damit wird als neuer Stammspieler, wo haben wir ihn denn, Adli in die Startelf kommen. So sieht damit unsere Startelf aus, mit der wir in die Saison reinstarten. Wir haben jetzt auch alle 3 Spieler, nee, Demi haben wir noch nicht verliehen. Ansonsten alle Spieler verliehen, die ich gerne verleihen wollte. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im Winter wieder. Wir haben jetzt die allererste Winterpause mit dem VfL Bochum erreicht. Leider konnten wir nicht oben anknüpfen, allerdings läuft es auch nicht so schlecht, dass wir im Abstiegsbereich aktuell sind. Knapp davor zum aktuellen Zeitpunkt. Bielefeld schon relativ weit unten drin, also ich denke, Bielefeld wird sich in der Rückrunde dort unten nicht mehr rausarbeiten können. Ich hoffe allerdings, dass wir vielleicht noch so bis zum Saisonende vielleicht zwischen Platz 11 und Platz 13 landen können. Das wäre so mein Ziel, was wir vielleicht noch erreichen können jetzt in der Rückrunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich unsere Mannschaft schlagen wird, und so sieht die Entwicklung aktuell aus. Wir haben 2 77er Spieler, einen 76er Spieler und mit Tomiyasu auch noch einen 75er Spieler. Unser Linksverteidiger Danilo hat uns noch verlassen und dazu wurde Demir noch ausgeliehen. Das bedeutet, Demir mittlerweile auf der 68, hofft man einfach schon auf der 73. Also der hat sich richtig stark entwickelt, und unser Keeper, der ist mittlerweile auf der 73. Also der wird ab der nächsten Saison definitiv unsere neue Nummer 1 werden. Die Saison ist dann jetzt vorbei. Wir können das Abschlussspiel gegen den SC Freiburg sogar nochmal positiv vollenden, damit ein eventuell positiver Saisonabschluss, außer natürlich, wir müssen jetzt runter in die zweite Fußball-Bundesliga, dem ist allerdings nicht so. Am Ende Platz 14, Ziel war zwar zwischen 11 und 13 zu landen, hat nicht ganz geklappt, Platz 14 ist es geworden. Runtergehen Bielefeld und Mainz, und Greuther Fürth muss in die Relegation. Wir schauen auf unseren Kader, was hat sich hier getan? Staffelidis auf der Linksverteidigung Position mittlerweile wieder zufrieden. Der war lange sehr, sehr unzufrieden aufgrund seines Gehalts. Tomiyasu auf 77, James mittlerweile auf der 78, damit der beste Spieler bei uns im Kader. Und dann werfen wir noch einen Blick auf die Talente. Demir hat jetzt mittlerweile die 69 erreicht. Demir ist tatsächlich sogar jünger als unser eigenes Talent aus der eigenen Schule. Ich weiß nicht, ob unsere Talente 2 Jahre ausgeliehen sind oder manche auch 1 Jahr. Das weiß ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und unser Keeper, der jetzt zur neuen Saison die neue Nummer 1 werden soll, das ist Safonov. Er hat mittlerweile die 74 und ist somit sogar tatsächlich auch vom Gesamtrating der beste Keeper im Kader. Die zweite Sommertransferphase als Trainer vom VfL Bochum liegt hinter uns. Viele Transfers konnten wir machen. Ich habe jetzt diese Transferphase einfach mal in Kürze für euch zusammengefasst. Und zwar habe ich mir überlegt, wir brauchen auf jeden Fall 2 neue Außenverteidiger. Des Weiteren wechseln ein paar Spieler, die wir noch zu Geld machen konnten. Unter anderem Riemann für 1,75 und dann Chipsa, wenn er so ausgesprochen wird, für 1,55 Millionen. Dafür holen wir uns 2 neue Außenverteidiger. Frimpong von Bayer 04 Leverkusen wechselt für 7 Millionen zu uns und dazu Ait Nouri für eine Ablösesumme von 12,4 Millionen. Dafür geht unser Linksverteidiger Staffelidis wechselt für 2,3 Millionen zu Sampdoria Genua und wir holen uns aus dem gesamten Geld dann nochmal einen Neuling in der Sturmspitze für 20 Millionen. Rekordtransfer, oder? In diesem Club bisher? Ich denke schon, für 20 Millionen Darwin Nunez wechselt zu uns. 78er Gesamtrating, bereits 22 Millionen Marktwert. Das ist unsere neue Nummer 9, unser neuer Stürmer da vorne drin. Und bin jetzt noch so ein bisschen auf der Suche nach 2 Leihabnehmern. Zum einen Demir, ich weiß nicht, ist Demir mittlerweile ausgeliehen? Und zum anderen Hoffmann, würde ich auch ganz gerne nochmal verleihen, damit die sich weiterhin entwickeln, obwohl sie bei uns erstmal keine Stammspieler sind. Jetzt sind die Laien offiziell durch. Wir kriegen auch noch ein Angebot bezüglich Tomiyasu. Das lehnen wir.
lehnen wir allerdings ab. Unser Abwehrchef hinten drin. Hoffmann wird für ein Jahr an den FC Arsenal verliehen. Ich hoffe, da kriegt er Spielzeit. Des Weiteren Yusuf Demir für 2 Jahre erstmal zum FC Burnley. Wie gesagt, Hoffmann ist in der nächsten Saison immer noch vor ihm oder Ihatan, je nachdem, wer da gerade am besten ist. Und aus dem Grund Demir erstmal eine 2-Jahres-Leihe. Zur Not können wir das Ganze immer noch abbrechen. Das bedeutet, das hier ist unsere Startelf für diese Saison und ich hoffe natürlich auf ein besseres Abschneiden als im letzten Jahr. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein ins neue Jahr, in die 2. Saison mit dem VfL Bochum. Dann sind wir jetzt bereits im Winter angekommen und ich hoffe auf eine bessere Platzierung im Vergleich zum letzten Jahr und das ist definitiv gegeben. Aktuell Tabellen-9., also mit etwas Glück können wir vielleicht schon auf die internationalen Plätze schielen. Da bin ich gespannt. Überraschenderweise Bayern nur 6., Dortmund nur 7., Tabellenführer aktuell RB Leipzig mit 40 Punkten und damit schon 11 Punkte mehr als Bayern und 12 Punkte mehr als Borussia Dortmund. Das ist auf jeden Fall ordentlich und ihr seht es gerade, wer mich gerne als Trainer haben möchte und das ist RB Leipzig. Aber hier nehmen wir es nicht an. Spielerverlust droht. Die Verträge, mit denen ich verlängern möchte, die haben wir bereits verlängert. Das Einzige, was jetzt noch interessiert, ist zum einen, wie sieht unsere Mannschaft mittlerweile aus? Wir haben die ersten 2 80er-Spieler mit James auf 80 und Rossi sogar schon auf 81 und dann, was machen unsere Leihspieler? Das interessiert mich natürlich auch. Zum einen Demir, zum anderen Hoffmann. Demir auf der 71, Hoffmann auf der 77. Also entwickelt sich gerade recht gleich schnell im Vergleich zu Ihatan. Da werde ich den Vertrag auf jeden Fall mal verlängern, damit er Ausstiegsklausel geht, denke ich mal auch in der Höhe. Ist mal klar, wir werden seinen Vertrag bis dahin nochmal verlängern. Sein Marktwert aktuell ist 25 Millionen. Das bedeutet, das ist noch deutlich über Marktwert und damit hat er erstmal wieder eine höhere Zufriedenheit. So sieht unser Kader auf jeden Fall jetzt erstmal aus und ich denke einfach mal, dass wir ohne einen einzigen Ab- oder Zugang in die Rückrunde reinstarten können. Und damit ist die Saison jetzt offiziell beendet und wir können diese Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Steigerung. Im nächsten Jahr soll es dann die Europa League mindestens werden. Ich bin gespannt, ob wir das auch erreichen können. 46 Punkte, 11 Siege, 13 Unentschieden, 10 Niederlagen. Das geht echt in Ordnung. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Mannschaftsleistung. Und damit schauen wir natürlich uns auch nochmal die Mannschaft an. Montpellier möchte uns jetzt als Trainer haben und wir haben jetzt mittlerweile sogar schon 5 80er-Spieler. Unsere Offensive schon komplett im 80er-Bereich. Tomiyasu im 80er-Bereich und ansonsten im 70er-Bereich. Bei Bella Kotschap müssen wir im nächsten Jahr dann tatsächlich überlegen, ob wir ihn nicht doch erstmal für einen stärkeren Spieler ersetzen. Des Weiteren Demir auf 73 und Hoffmann auf 78. Damit weiterhin der 2-Punkte-Abstand zu Ihatan. Bin gespannt, ob sich da noch einer von den beiden durchsetzen kann oder ob Ihatan wirklich bis zum Ende die Nummer 1 auf der 10er-Position wird. Ich denke es aktuell nicht, aber wir werden es sehen. Das war auf jeden Fall die 2. Saison und damit würde ich sagen, können wir direkt reinstarten in das 3. Jahr. Wir haben dann jetzt bereits die Transferphase zur 3. Saison abgeschlossen. Wir können wieder 2 neue Spieler in unserem Kader begrüßen. Zum einen haben wir uns einen neuen ZM geholt, da die Entwicklung von Adli nicht so gut war, wie ich es mir erhofft habe. Enzo Fernandes kommt zu uns, hat bereits eine 78, einen Marktwert von 28,5 Millionen und damit ist die Ablöse von 22,5 Millionen Euro natürlich ein Schnäppchen für uns. Dann der angesprochene Adli. Den geben wir ab. Das Ganze für 6,7 Millionen nach Belgien. Und dann haben wir wieder genügend Geld zu sammeln, um nochmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Und zwar zu uns wechselt Roger Ibanez oder Ibanez, wie auch immer er ausgesprochen wird, aus Brasilien. Das Ganze für 20,5 Millionen Euro. Und er hat auch einen Marktwert von 22 Millionen, also bereits über der Ablösesumme. Das ist sehr, sehr gut für uns. Und ich bin zumindest der Meinung, dass sich unser Zehner Hoffmann erneut verliehen hat, da er doch nicht die Position im Kader hat, wie er hofft. Er ist noch nicht verliehen, aber ihr seht es, kontaktiert vom FC Fulham. Der wird jetzt in den nächsten 10 Stunden noch verliehen. Wir sind dann genau jetzt in der Winterpause angekommen und schauen direkt mal rein, wie sieht es aktuell aus. In der Bundesliga sind wir aktuell auf Tabellenplatz 6 unterwegs, damit aktuell ganz gut unterwegs, bin ich zumindest zufrieden mit. Ziel war international dabei sein und aktuell
sieht es danach aus. Der Weg nach oben, ein Platz zumindest auf den VfL Wolfsburg, ist auch noch recht nah. Danach ist erstmal eine große Lücke. Also die Top 4 können wir ausschließen. Man kann eigentlich schon festhalten, wir werden wahrscheinlich am Ende zwischen Platz 5 und Platz 10 landen. Davon gehe ich eigentlich mal relativ fest aus. Die Absteiger aktuell wären Union Berlin und Mainz 05. Werder Bremen müsste in die Relegation. Und unser Kader, wie sieht hier die Entwicklung aus? Wir haben jetzt mittlerweile schon gut 80er Spieler am Start. Respicay leider langsam so ein bisschen der schwächste Spieler am Kader. Da brauchen wir definitiv im nächsten Jahr nochmal das nächste Mittelfeld-Upgrade. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung und Rossi einfach mittlerweile schon mal der 85, damit mit Abstand der beste Spieler am Kader. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Saisonende angekommen und schauen rein, wie lief die Saison am Ende. Tatsächlich das Beste noch rausgeholt, was wir in der Winterpause geschätzt haben, zwischen Platz 5 und Platz 10. Es ist am Ende tatsächlich Platz 5 geworden, sogar 7 Punkte hinter Bayern 04 Leverkusen. Das bedeutet, da konnten wir sogar noch mal ein wenig aufholen und das gibt natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass wir eventuell im nächsten Jahr sogar zur Top 5 bzw. Top 4 gehören könnten. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Zudem haben wir im Kader eine kleine Umstellung und zwar spielen wir jetzt tatsächlich mit zwei Zehnern. Ihatan und Hoffmann sind beide mittlerweile in der Startelf. Davor Nunez, Rossi und James und damit haben wir jetzt, das sehe ich jetzt erst, einen kompletten 80er Kader endlich. Auf jeder Position wirklich im 80er Bereich. Das bedeutet, wir können uns jetzt so ein bisschen darum kümmern, unsere Bank vielleicht noch aufzurüsten, dass wir da auch knapp vorm 80er Bereich sind. Vielleicht Respicay oder Löwen abgeben noch und dann das Geld natürlich neu investieren. Wir haben bereits einen neuen Außenverteidiger bekommen, der bereits auch im 70er Bereich ist. Und zwar haben wir hier Felipe Dos Reis Abravanel Mestres. Mittlerweile auf der 71. Der wäre dann ab nächsten Jahr auf der Bank. Dann hätten wir Bella Kotschap noch auf der Bank im nächsten Jahr. Und dazu dann natürlich auch noch Demir, der mittlerweile auch eine 75 hat. Also da hätten wir schon das ein oder andere Talent noch auf der Bank. Und damit würde ich sagen, können wir direkt reinstarten in die neue Saison. Für die neue Transferphase jetzt hier wieder im Sommer haben wir bereits unsere Transfers erledigt. Es kann natürlich sein, dass jetzt noch Abgänge folgen und wir deswegen nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen. Aber auch der Vorstand ist zufrieden. Wir haben zwei neue Spieler aus Europa verpflichtet. Wir haben zwei Neulinge auch insgesamt am Start. Und zwar zwei Neulinge für die Startelf. Ansonsten haben wir hier auch noch welche für die Breite, die jetzt aber erstmals größtenteils verliehen worden sind. Wir fangen einfach mal ganz unten an und zwar der erste neue Mann, ein neuer ZM und zwar der nochmal ein bisschen Konkurrenzdruck erzeugen soll, denn Respicay konnte das nicht mehr ganz so machen. Den haben wir allerdings auch noch für 12,4 Millionen verkauft. Neuzugang ist Jones, er kommt für 30,9 Millionen. Dann geht Polter per Laie, Respicay hatten wir gerade. Dann der Linksverteidiger von der letzten Saison wird wieder verliehen an Udi Levante. Dann haben wir hier ein richtig interessantes Talent holen können, der uns ebenfalls direkt wieder per Laie verlässt. Bei der AS Monaco wird er unterwegs sein. Pasalic haben wir geholt, der jetzt hoffentlich auch noch per Laie geht. Das wäre mein Wunsch, dass wir den nochmal per Laie irgendwo unterkriegen. Und dann noch Yusuf Demir, ebenfalls per Laie, da er bei uns aktuell nicht so viel Spielzeit bekommen würde. Bates per Laie und dann kommt nochmal ein Sturmkonkurrent und das ist Karim Adeyemi, deutsches Talent. Ich bin sehr, sehr gespannt auf ihn. Ist jetzt auch für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Wenn das Video online kommt, dann wird das Spiel schon gewesen sein. Da Donnerstag bin ich zumindest der Meinung, das erste Spiel ist. Ich nehme das Ganze jetzt noch vor Donnerstag auf. Vielleicht hat er jetzt mittlerweile für die Nationalmannschaft getroffen. Das Video wird allerdings wahrscheinlich erst am Sonntag kommen. Aber damit ihr Bescheid wisst, er ist die Nummer 2 jetzt hinter Nunez vor einem Sturm. Und damit sieht so unsere Startelf aus. Und hier seht ihr dann nochmal unsere Bank. Also ich bin insgesamt ganz zufrieden. Und damit würde ich sagen, können wir, sollte es keinen Abgang mehr geben, direkt in die Saison reinstarten. Wir haben erneut die Winterpause erreicht und schauen direkt rein, wie es aktuell läuft. Das sieht nicht ganz so gut aus, um ehrlich zu sein. Aktuell nur Tabellenplatz 7, damit schlechter als im letzten Jahr unterwegs. Allerdings sind die oberen Plätze noch nicht so weit weg. Zu Platz Nummer 2 haben wir aktuell nur 6 Punkte Rückstand. Das bedeutet, da ist tatsächlich noch alles drin. Das ist auf jeden Fall möglich, dass wir hier noch irgendwie auf den zweiten Platz vorrutschen können. Wir schauen auf unsere Mannschaft. Die hat sich weiter verstärkt. Wir haben vielleicht zum Ende der Saison den ersten 90er-Spieler mit Rossi auf der linken Flügelbahn. Ansonsten kommt danach Nunez mit einer 6
86 mittlerweile. Nee, gar nicht. Iatan und Hoffmann habe ich getauscht. Ich wollte gerade sagen, dass Hoffmann an Iatan vorbeigezogen ist. Dem ist allerdings nicht so. Im nächsten Jahr brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Keeper, der nochmal irgendwie Druck machen kann, denn Esser verlässt uns jetzt und da würde ich nochmal ganz gerne ein enges Duell auf der Keeper-Position hier ausrufen und dann schauen wir jetzt nochmal auf die Europa League, denn dort waren wir auch am Start und in der Europa League sind wir Gruppenerster, haben tatsächlich sogar jedes einzelne Spiel gewonnen und müssen jetzt ran gegen Olympiakos. Wir haben dann jetzt das Saisonende erreicht und schauen auf die Tabelle und sehen wieder einen Fortschritt zur Vorsaison. Am Ende sind wir auf Tabellenplatz 3 gelandet, punktgleich sogar mit Bayern 04 Leverkusen. Wir haben echt eigentlich alles gewonnen, außer zwei Spiele, die wir zwischendurch dann verloren haben. Und das war gerade gegen RB Leipzig und gegen Leverkusen. Zwei Spiele hintereinander, die wir verloren haben. Davor war das ein Zweikampf vorne mit dem FC Bayern. Trotzdem muss ich sagen, bin ich mega zufrieden mit der Ausbeute. Insgesamt Tabellenplatz 3 ist bei den Gegnern wirklich hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine richtig gute Leistung von uns. 70 Punkte, 6 Punkte haben uns gefehlt auf den Titel und ein bisschen bessere Tordifferenz. Also da muss man echt sagen, bin ich mega zufrieden mit. Sehr, sehr großer Fortschritt und wir schauen jetzt nochmal auf unsere Mannschaft. Rossi bleibt leider auf 89. Dann haben wir Hoffmann, der jetzt tatsächlich vorbeigezogen ist an Iatan. 85, Aitnuri auch 85. Wie gesagt, zur neuen Saison holen wir uns wahrscheinlich einen neuen Stammkeeper und Safanov wird auf die Bank rutschen. Wir sehen es hier jetzt auch, Esser. Der beendet leider seine Karriere und das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Keeper. Wir haben jetzt bereits direkt zu Beginn des Julis den allerersten Neuzugang verpflichtet und zwar werden wir nochmal aktiv auf der Torwartposition. Ich habe es ja bereits angekündigt und zwar wechselt Henderson zu uns, das Ganze von Inter Mailand für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro. Wir sind jetzt schon mittlerweile am Ende der Transferphase angekommen. Eigentlich wollte ich noch gerne irgendwie einen Spieler verpflichten, dafür hätten wir aber einen Abgang gebraucht und wir kriegen irgendwie nur hier ein Angebot für unseren Stürmer Nunez. Ansonsten seit, ihr seht es hier, seit Anfang August kein anderes Angebot bekommen. Vukovic möchte ich auch nicht unbedingt nochmal verleihen, auf den setze ich jetzt eigentlich. Der wird bei uns direkt Backup auf der rechten Seite sein. Ich werde ihn umtrainieren und dann wird er eventuell ab übernächsten Jahr oder vielleicht schon ab nächsten Jahr neuer rechter Flügel. Und ansonsten lief die Saison oder der Saisonstart bisher auch katastrophal. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ich bin ganz ehrlich, damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Jetzt ging es dann recht schnell. Wir sind in der Winterpause schon wieder und mir ist noch aufgefallen, letztes Jahr waren wir ja in der Europa League dabei. Da sind wir dann leider im zweiten K.O.-Spiel sozusagen ausgeschieden. Das heißt, da haben wir keine Erfolge mitnehmen können. So sieht jetzt aktuell unsere Startelf aus. Rossi mittlerweile auf 90, Nunez auf 89. Danach kommt Holtmann mit einer 87. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Tabelle und dazu natürlich auch noch auf die Champions League. In der Liga sind wir aktuell Vierter. Vor uns Borussia Dortmund, Leverkusen und Leipzig. 5 Punkte zum ersten Platz. Und dann jetzt der Blick auf die UEFA Champions League. Und hier sind wir leider raus. Sehr, sehr belastend. Wir sind Dritter geworden in der Gruppenphase. Damit rutschen wir in die Europa League rein. Und vor uns ZSKA Moskau und Real Madrid. Ich bin der Meinung, ich wollte es gerade sagen, gegen Real haben wir gewonnen. Hier 1-0 können wir auch sehen. Und das andere Spiel gegen Real auch 1-1. Also wir haben eigentlich nur ein einziges Spiel verloren. Und das war gegen, warum sehe ich es hier nicht, gegen Molde FK. Also eigentlich haben wir uns hier selber rausgeschossen. Wir hätten es absolut selbst in der Hand und verlieren dann gegen Molde FK. Ganz, ganz schlechte Leistung von uns. Damit können wir uns voll auf die Bundesliga konzentrieren. Und hoffentlich sind wir dann somit zum Saisonende tatsächlich auf Platz 1. Die Saison liegt dann jetzt schon wieder hinter uns. Und wir schauen direkt rein, wie lief die Saison abschließend. Trainer-Rating ist grausam. Das müssen wir hier ganz schnell vergessen. Wir sind in der Liga Dritter leider nur geworden hinter Dortmund und RB Leipzig. Ziel war es tatsächlich, Ligameister zu werden. Schauen aber auch direkt auf den anderen Wettbewerb und zwar der Europa League rüber. Und hier sind wir tatsächlich Pokalsieger geworden, konnten das Finale gegen Borussia Dortmund mit 2-0 gewinnen. Davor 3-0 gegen Leicester, 6-2 gegen Sassuolo Calcio. Die Champions League gewinnt Real Madrid, eine Mannschaft, die wir nach Hin- und Rückspiel selber schlagen konnten mit 1-0 und 1-1. Sehr, sehr belastend, dass genau diese Mannschaft am Ende dann auch noch die Champions League gewinnt, denn wenn man das so nimmt, dann waren wir eigentlich in der Gruppenphase besser als Real Madrid. Wir schauen jetzt aber mal rüber auf unsere Mannschaft. Hier haben wir jetzt 92er Spieler, Aitnuri auch knapp vor der 90, Hoffmann auf der 88, auf der Keeper-Position mittlerweile auf der 87,
sich Tomiyasu nicht mehr der beste Innenverteidiger. Ibanez ist vorbeigezogen, hat da mittlerweile die 86. Also gute Entwicklung, aber zufrieden mit den tabellarischen Ergebnissen und mit der Champions League zumindest. Mit dem Pokal insgesamt bin ich zufrieden, aber mit der Champions League leider überhaupt nicht. Da muss im nächsten Jahr nochmal deutlich einen draufgelegt werden. Der erste Neuling für die neue Saison verstärkt uns dann im Mittelfeld. Er kommt vom Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach und heißt Eduardo Camavinga. Echt gerade erst gestern für mich zu Real Madrid gewechselt. Jetzt hier bei uns zum VfL Bochum. 85er Gesamtstärke. Wir bezahlen natürlich eine ordentliche Summe, wer die nicht gesehen hat. 113 Millionen. Natürlich geht sein Marktwert gut über 10 Millionen nach unten. Das ist natürlich dann auch immer belastend. Aber er ist direkt Stammspieler. Damit werden wir Jones sogar nicht mal mehr auf der Ersatzbank haben. Ich denke mal, dass wir den verleihen werden. Des Weiteren mittlerweile auf der Transferliste ist Löwen, wo wir nur darauf achten müssten, ist, dass unser Kader nachher nicht zu klein wird. Das bedeutet, Jones werde ich wahrscheinlich doch nicht verleihen und Löwen wäre ein Verkaufskandidat. Den Abgang von Eduard Löwen können wir dann jetzt auch tatsächlich bestätigen. Er wechselt für 14 Millionen zum FC Sevilla und weiterhin die Rekordtransfers für einen unserer Spieler, die prasseln ein. 197 Millionen bietet hier mittlerweile PSG. Wir werden das Ganze allerdings ablehnen. Davor schon City mit 188 Millionen und davor Inter Mailand mit 131 Millionen plus ein Innenverteidiger. Also das ist wirklich aktuell unser teuerstes Tafelgut, sage ich mal. Und ich würde jetzt ganz gerne weiterhin noch einen neuen Spieler verpflichten. Leider müssen wir natürlich darauf schauen, dass wir mit unserem Geld klarkommen. Wir sind dann jetzt am Ende der Transferphase angekommen. Leider konnten wir keinen neuen Rechtsverteidiger mal verpflichten. Ich wollte gerne hier nochmal ein Backup für Frimpong haben. Allerdings habe ich jetzt unseren Linksverteidiger, einen von unseren beiden Linksverteidiger, auf die andere Seite trainiert und jetzt kann er Rechtsverteidiger spielen, ist hier Backup. Ich konnte noch einen Rechtsverteidiger für 25 bis 30 Millionen verpflichten. Der hätte dann eine 77 gehabt und das hätte sich einfach nicht gelohnt. Da hätten wir einfach nur Geld aus dem Fenster geworfen. Aus dem Grund habe ich nochmal ein paar Talente geholt, habe versucht, die nochmal zu verleihen. Löwen hat uns verlassen, das habt ihr, glaube ich, mitbekommen und unsere Neuzugänge nach dem Abgang noch von Arnstadt, der sich verliehen hat, die sehen wir hier gar nicht. Deswegen muss ich sie euch scheinbar hier zeigen. Einen von Monaco, das ist ein neuer Stürmer gewesen, das ist hier Obissa gewesen, der kommt von Monaco, müsste der Region von Aubameyang sein. Allerdings war er frei, dann hat Monaco ihn verpflichtet und dann haben wir ihn Monaco abgekauft. Dann haben wir hier noch einen neuen Stürmer. Dann geht es weiter mit einem zentral-defensiven Mittelfeldspieler aus Belgien, der jetzt vielleicht noch verliehen wird. Und dann haben wir noch einen Innenverteidiger aus Spanien, der ebenfalls auf der Leihliste ist. Mal sehen, ob die noch weggehen. So ist jetzt erstmal unser Kader fix und so können wir jetzt erstmal reinstarten in die neue Saison. Wir sind am 1. Januar angekommen und schauen natürlich direkt rein, wie läuft es aktuell. Es läuft sehr gut. Wir sind aktuell Erster in der Bundesliga. Endlich 2 Niederlagen, ein Unentschieden, 14 Siege, 33 zu 13 Tore, damit auch die beste Tordifferenz der Liga und schon 8 Punkte Vorsprung. Das riecht hier so ein bisschen nach einer Meisterschaft wahrscheinlich. Im DFB-Pokal, ja, sind wir leider, müssten hier ausgeschieden sein in Runde 2 und zwar genau hier gegen Hoffenheim im Elfmeterschießen. Sehr, sehr ärgerlich und dann jetzt noch der Blick auf die Champions League. Hier sind wir weiter als Gruppenzweiter, müssen jetzt ran gegen Sporting Lissabon, vor uns PSG, die 15 Punkte geholt haben. Wir leider nur 11 Punkte. Einmal gegen PSG gewonnen, einmal gegen PSG verloren, zweimal unentschieden. Einmal gegen Slavia Prag, einmal gegen Genk. Das war echt unnötig und hätte nicht sein müssen. Also wir hätten auch genauso viele Punkte haben können wie PSG. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, wir stehen im Achtelfinale und Sporting Lissabon ist auf jeden Fall ein machbares Los. Und so sieht unser Kader aktuell aus. Schwächster Spieler, Frimpong. Danach kommt schon Iatan. Ansonsten haben wir mittlerweile 4 90-Plus-Spieler und Henderson wird wahrscheinlich auch noch in dieser Saison die 90 erreichen. Die Verträge haben wir bereits verlängert. Des Weiteren möchte ich keine Spieler abgeben, da es aktuell endlich mal so läuft, wie wir geplant haben und ich deswegen jetzt nicht nochmal neue Baustellen im Winter aufmachen möchte, in dem Jahr, wo wir einer der Favoriten vielleicht auf die Champions League sind. Deswegen starten wir jetzt direkt rein in die Rückrunde und somit sehen wir uns im Spiel gegen Sporting wieder. Jetzt geht es dann rein. Erstes CLKO-Spiel für uns als Trainer beim VfL Bochum. Eine kleine Änderung möchte ich jetzt gerne noch durchführen. Da Camavinga aktuell eine schlechte Form hat, wird Fernandes in die Startelf beordert. Beide haben das gleiche Gesamtrating und ich denke, dass wir so eventuell nochmal ein wenig besser performen können. Des Weiteren, unser Keeper
jetzt auch die 90 erreicht. Sehr stark damit mittlerweile 5 90er Spieler im Kader. Und ich bezweifle einfach mal, dass Sporting die gleiche individuelle Klasse hat wie wir. Wir starten rein in die Partie und gewinnen das Hinspiel knapp mit 2:1. Auf der anderen Seite wieder ein Schuss und ein Tor. Dann starten wir jetzt direkt rein ins Rückspiel. Es könnte auf jeden Fall nochmal knapp werden. Und das Rückspiel geht 1:1 aus. Nachdem Hoffmann in der 5. Minute getroffen hat, trifft Camacho auf der anderen Seite in der 83. Minute zum Ausgleich. Das war allerdings zu spät, um diese Partie nochmal zu drehen. Und damit stehen wir im Champions League Viertelfinale. Der nächste Gegner jetzt in der CL ist dann kein geringerer Club als Manchester United. Und das könnte hier auf jeden Fall nochmal eine Aufgabe werden. Ist auch zuletzt als Video online gekommen übrigens, Manchester United. Wer das nicht gesehen hat, checkt gerne nochmal das letzte Video aus. Ist jetzt für mich tatsächlich noch nicht online. Das bedeutet, ich weiß noch nicht, wie ihr dieses Video fandet. Auf jeden Fall bin ich jetzt gespannt, was wir hier reißen können gegen Manchester United. Rashford, Fernandes, Boadu, Sancho. Uiuiui. Das könnte tatsächlich ein Kader auf Augenhöhe sein. Bistrovic sagt mir jetzt nichts direkt. Van Bissaka auch stark von der Entwicklung. Das könnte echt spannend werden. Wir haben übrigens einen Keeper von Manchester United verpflichtet. Fällt mir gerade wieder ein. Damit geht es hier rein im Old Trafford. Manchester United gegen Bochum. Und wir gewinnen tatsächlich nach 1:0 Rückstand in der ersten Minute insgesamt mit 3:1. Ich kann jetzt leider nicht mehr hochscrollen, aber 3:1 ist gegen Manchester United solide. Rein geht es ins Rückspiel. Das ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. 3:1 sollte eigentlich komfortabel sein. Das Rückspiel geht 2:2 aus. Vukovic trifft, Bruno Fernandes trifft und Hoffmann sowie Rashford. Das sind die drei Torschützen. United 2 Schüsse, 2 Chancen, 2 Tore. Das fasst es wieder ganz gut zusammen hier und damit stehen wir jetzt im Champions League Halbfinale und man muss hier ganz ehrlich sagen, die Ligaführung ist schon fast so komfortabel, dass wir Meister sind, also die Top 3 haben wir schon sicher, ansonsten könnten wir noch theoretisch rechnerisch auf den 3. Platz abrutschen, aber das ist eigentlich relativ unlogisch. Unser Halbfinalgegner steht fest, es ist PSG und hier bin ich natürlich gespannt, wir haben wie gesagt die Transfers schon gemacht, bei United haben wir gesehen, Ronaldo ist nicht mehr da. Ist jetzt hier bei PSG noch Lionel Messi am Start. Das ist auch nochmal interessant. Nein, den sehen wir auch nicht mehr. Insgesamt sehr viele Transfers. Das muss man mal sagen. Pavard jetzt bei PSG. Oliveira links. Dann haben wir Vinicius vorne drin. Reina haben wir. Das ist ein sehr interessanter Kader. Aber ich sehe uns hier ein wenig im Vorteil. Auf der Keeper-Position dürfte PSG vom Gesamtrating aktuell besser sein. Ansonsten sollten wir hier auf jeden Fall gute Chancen haben. Wir starten rein und das Hinspiel gewinnen wir mit 3:2. Knappes Ding. Neymar trifft für PSG. Bei uns Doppelpack Darwin und Iatan sowie Luzano. Ich musste jetzt tatsächlich jetzt mal schauen, wer zur Hölle ist denn Darwin? Ich habe gerade mal die Spieler durchgeschaut, nicht gefunden, aber es handelt sich hierbei um denjenigen, der bei uns auch treffen soll und zwar der Stürmer und Nunez damit mit dem Doppelpack und damit müsste es eigentlich auch recht gut bei ihm aussehen, dass er in der Champions League vielleicht um die Torjägerkrone mitspielt. In der Liga übrigens sind wir jetzt sicher Meister, das heißt der erste Titel in dieser Saison steht schon mal fest und dazu ist das auch der allererste Meistertitel, den wir hier mit dem VfL Bochum holen. Dann können wir jetzt direkt reinstarten ins Rückspiel mit den 3 Auswärtstoren. Sollte es eigentlich recht komfortabel aussehen. Im Normalfall muss PSG hier mit 2 Toren Differenz gewinnen und am Ende geht das Rückspiel auch nochmal 1:0 für uns aus. Damit stehen wir im Champions League Finale und können eventuell das Double in diesem Jahr holen. Im Pokal lief es ja nicht ganz so gut. Da sind wir leider direkt in der ersten Runde gegen Hoffenheim ausgeschieden. Aber hier sieht es dafür umso besser aus. Das Finale werde ich jetzt allerdings erst morgen aufnehmen. Das bedeutet, ich kann nochmal Kräfte sammeln, damit wir dieses Finale hier auch auf jeden Fall gewinnen. Den Gegner, den teaser ich euch jetzt schon mal. Und zwar ist das Atletico Madrid. Und damit sehen wir uns morgen im Finale wieder. Jetzt starten wir dann rein in unser großes Finale, in das Champions League Finale gegen Atletico Madrid. Man kann dazu sagen, wir dürfen aus dem Vollen schöpfen. Keiner unserer Spieler ist angeschlagen oder hat eine Sperre. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Spiel gegen Atletico Madrid. Schauen wir uns die Aufstellung von Atletico Madrid an. Unsere kennt ihr bereits. Jan Oblak weiter im Tor. Tierney, Tomori, Gabriel und Cancelo davor. Dann haben wir Guedes, Neuhaus, Paqueta, Thielemans auf der 6 und Hakimi auf der rechten Seite. Und im Sturm haben wir Joao Felix. Und damit würde ich sagen, starten wir rein ins Champions League Finale.
Boah, gut gelöst vom Keeper. Jetzt hat Vukovic da mal ein bisschen Platz. Ball kommt gut in die Schnittstelle auf Iatan. Der nimmt Tempo auf. Iatan nochmal in... Oh mein Gott, warum startet er denn durch? Der passende Rückraum wäre so gut gewesen. Das müsste auch noch kein Abseits gewesen sein. Vukovic macht das gut. Ball geht in den Rückraum. Iatan, schön gemacht. Kommt aber nicht richtig zum Abschluss. Trotzdem bleiben wir im Ballbesitz. Können den Ball hier durchstecken auf den langen Pfosten und der muss schärfer gespielt werden. Nächste Chance. Wieder ist Vukovic derjenige, der bei uns dem Spiel so ein bisschen Tempo verleiht. Stark von Vukovic, dreht sich dort komplett um die eigene Achse. Und dann ist der Winkel zu spitz. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Jetzt könnten wir vielleicht mal wieder ein bisschen Tempo aufbauen. Vukovic macht das gut. Gibt den Ball nochmal in die Mitte. Jetzt haben wir auf der Außenbahn Platz, wo eigentlich Vukovic zu Hause ist. Und warum geht der Pass auf ihn? Es war der Spieler dahinter nicht im Abseits. Und da wollte ich hinspielen eigentlich. Wir sehen es hier nochmal. Kein Abseits von unserer Nummer 30. Aber der Pass durfte da leider nicht ankommen. Ansonsten wären wir vielleicht mit der Führung in die Pause reingestartet. Jetzt aber Iatan mit Platz. Iatan, wir brauchen mal die Abschlüsse. Und der sah gar nicht so schlecht aus. Oh, was macht die Nummer 2 da? Wer ist es? Also da wären wir durch gewesen. Und ja, komm, keine Karte. Sehe ich genauso, Schiri. Sehe ich ganz genauso. 53. Minute. Also das hätte mindestens die gelbe Karte nach sich ziehen müssen. Weil taktisch war es zu 100%. Die Frage ist natürlich, wie schwer war das von der Seite rein? Wie direkt war jetzt ein Verteidiger mit? Das konnte ich jetzt leider im Nachhinein nicht mehr betrachten. Aber... das wäre schon eine Riesenchance gewesen und eine gelbe Karte hätte der Schiri da auf jeden Fall zeigen müssen. Rossi, starker Ball in die Spitze. Nun, jetzt muss eigentlich auch mal zeigen, warum ihn jeder Top-Club haben möchte. Das hat er bisher noch nicht gezeigt. Iatan vielleicht jetzt? Nein, leider immer noch nicht. Jetzt ist die Lücke da. Pass ist gut. Iatan im Strafraum legt ihn nochmal hinten raus. Und der Abschluss von Nunez leider nicht gut genug. Boah, Kamavinga sensationell. Von Kamavinga gemacht. Der nächste Pass ist auch gut und es geht genauso gut weiter. Vukovic macht das richtig stark. Aus spitzem Winkel versucht er es. Auf den Sweat wollte ich da in der Situation nicht gehen, weil das Tor einfach zu schön wäre, wenn er den irgendwie über den Spann rutschen lassen hätte. 63. Minute, große Chance für uns. Jetzt allerdings die Konterchance für Atletico Madrid. Guedes auf dem Flügel. Geht da in den Strafraum rein. Die Flanke wäre auch nicht schlecht gewesen, aber Henderson passt auf und dann ist es ein Offensivfoul. Guter Ball, ich andauernd die Mischung aus Pass und Ball, auf jeden Fall guter Pass und auch guter Ball, dann allerdings Dean Henderson, der aufpasst, Joao Felix versucht es hier einfach mal ins kurze Eck, schön aufgepasst von unserem Schlussmann. Wenn wir den jetzt hier irgendwie behaupten könnten, können wir leider nicht, versuchen einfach mal nachzusetzen mit relativ viel Druck, das kriegen wir auch nicht hin. Pass geht in die Lücke rein und diesmal geht es ins kurze Eck, ich glaub's nicht, 75. Minute, 1:0 für Atletico Madrid. Jetzt aber Nunez und wieder ist da noch ein Bein zwischen. 78. Minute. Wir müssen jetzt langsam hier mal ein bisschen mit Druck arbeiten. Ansonsten läuft uns so ein wenig die Zeit davon. Jetzt sind wir auch hinten sogar relativ offen. Da müssen wir aufpassen. Der Atletico-Spieler geht auch gut vorbei, aber richtig stark aufgepasst von Frimpong hinten. Schöner Ball. Ganz hinten ist doch Platz, aber die Mitte ist auch frei. Jetzt müssen wir es machen. Das ist die große Chance, die wir haben. Unser Youngster ist es sogar und wir machen es in der 99. Ach du Schande. In der 89. machen wir das. 1:1 hier. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Und dann auch noch Hoffmann, unser Youngster, der hier durchstartet. Ich dachte eigentlich, es wäre Nunez. Der lässt sich aber relativ häufig mal so fallen. Der erinnert mich so ein bisschen an Kane teilweise, dass er häufig ein bisschen tiefer auftaucht und dann den letzten Pass spielt. Ich weiß nicht, ob er hier auch den Pass gespielt hat. Auf jeden Fall stark eingelaufen von Hoffmann und damit machen wir hier das Wichtige. 1:1 in der 89. Minute. Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Es bleibt bei diesem 1:1. Wir sind vielleicht bei den Chancen ein wenig überlegen insgesamt, aber ein ausgeglichenes Spiel hätte vielleicht in beide Richtungen sogar schon ausgehen können. Und damit würde ich sagen, geht es direkt rein in die weiteren 30 Minuten und vielleicht sehen wir hier sogar noch das ein oder andere Tor. Oh mein Gott, stark. Bisher die ersten 7 Minuten hat uns Atletico komplett in unseren eigenen 16er gedrückt.
Und dann hier die Direktabnahme richtig stark genommen. Aber auch schöne Parade von unserem Schlussmann. Wichtig von Nuri, aber der darf den nicht wieder verlieren. Und zum Glück haben wir unseren Schlussmann. Dean Henderson ist da. 105 Minuten mittlerweile gespielt. Die erste Halbzeit der Verlängerung ging ganz klar an Manchester City. Also da muss man wirklich nicht viel drum herum reden. Wir hatten nach 90 Minuten 41% Ballbesitz. Das war schon wenig, aber ich glaube, wir hatten jetzt, wenn man nur die Verlängerung betrachten würde, hatten wir 5% Ballbesitz oder so. Also wirklich Atletico immer im Ballbesitz. Außer einmal hatten wir einen Einwurf, das war es dann schon. Aber Chancen gab es jetzt nicht wirklich. Deswegen geht es direkt rein in die weiteren 15 Minuten. Jetzt allerdings, wieder ist es Hoffmann, der hier alleine auf den Keeper zuläuft. Hoffmann, ich glaube es doch nicht. 116. Minute, unser Eigengewächs mit dem nächsten Treffer hier. Wieder durchgestartet, wieder alleine vor dem Keeper. Ich glaube, nun jetzt hat das eingeleitet, oder? Kann das sein? Das passt. Es war zumindest auf den Stürmer oder auf den offensivsten Spieler gespielt. Und der hat ihn dann weitergeleitet und Hoffmann eiskalt hier vor dem Tor. Traumhaft gemacht. 2:1 für den VfL Bochum im Champions League Finale. Wieder ist es Hoffmann mit der nächsten Chance. Diesmal ist Oblak da, aber die Partie sollte jetzt entschieden sein. Wir sind schon über der angegebenen Nachspielzeit. Und das bedeutet, nach dieser Ecke wird dann eigentlich Schluss sein. Iatan bringt den Ball nochmal rein. Wir kommen nicht zum Kopfball, aber der Konter, der müsste hier eigentlich unterbunden werden. Und der wird auch unterbunden. Ansonsten hätte ich da versucht, irgendwie das taktische Foul rauszuziehen. Wir gewinnen tatsächlich dieses Finale hier mit 2:1. Und damit gewinnt der VfL Bochum die Champions League durch einen Doppelpack unseres Eigengewächses, unseres Youngsters Hoffmann, sehr, sehr stark, dann auch noch in wichtigen Minuten, sage ich mal, zu wichtigen Zeitpunkten in der 89. und 116. Richtig stark, und damit schauen wir jetzt nochmal auf die Abschlussligatabelle. Und das Double wissen wir ja schon, dass wir es eingefahren haben, aber wie viele Punkte haben wir jetzt tatsächlich in der Liga geholt und wer sind denn vielleicht unsere besten Torschützen im Kader? Jetzt der Blick zuallererst auf die Tabelle. Hier haben wir 14 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München und sind damit souverän tatsächlich Meister geworden. So sieht unser Kader zum Saisonende aus. Sehr stark. Ibanez auch noch auf die 90 gekommen, hat sich auch überragend spielen lassen. Also war richtig stark in der Defensive, auch Tomiyasu. Also mit unseren beiden Innenverteidigern war ich mehr als nur zufrieden. Richtig, richtig starke Innenverteidiger, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Jetzt schauen wir mal auf die meisten Tore. Hier ist die Nummer 1, Nunez tatsächlich mit 31 geschossenen Toren. De Rossi danach mit 26 und dann kommt schon unser Youngster mit insgesamt 15 Toren. Das ist auf jeden Fall stark in der Champions League, sogar am meisten für uns geschossen. 2 natürlich im Finale, damit auch insgesamt ein recht gutes Rating in der Champions League gehabt. 7,5, aber auch DFB-Pokal und Bundesliga nicht weit dahinter. 7-1 und 7-2. Sehr, sehr starke Partien von unserem Youngster. Insgesamt am meisten Vorlagen. Rossi mit 13. Danach kommt Vukovic mit 9 und danach Hoffmann mit 7 Vorlagen. Auch Vukovic hat mir richtig gut gefallen. Richtig starker Spieler gewesen. Das wäre es dann jetzt allerdings von dieser Episode gewesen. Dieser Sprint to Glory mit dem VfL Bochum. Wenn dir diese heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass auch liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.